Die Bayern dominieren nicht nur ihre Gegner, auch in der Presse. Dominantes Auftreten des FC Bayern. Am Tag nach dem 3:2 Erfolg über Neapel machen vor allem die Wörter Gala und Schock die Runde in den Münchner Tageszeitungen. Treffende Worte für den Abend in der Allianz Arena. In der ersten Hälfte der Hattrick von Gigant Gomez. In der zweiten Halbzeit dann der Schock. Bastian Schweinsteiger bleibt nach einem Zweikampf am Boden liegen. Nach dem Spiel steht fest, Schlüsselbeinbruch beim Vizekapitän des deutschen Rekordmeisters. Einen Spieler wie Bastian Schweinsteiger kann man nicht 1:1 ersetzen. Dafür ist er zu wertvoll, auch von seinen Führungsqualitäten her. Der Mittelfeldmotor wurde noch in der Nacht operiert, wird den Bayern jetzt rund 6 Wochen fehlen. Die Vorrunde ist für den 27-Jährigen gelaufen. Natürlich ist es furchtbar schade für ihn, aber auch für den FC Bayern. Aber bis Weihnachten müssen wir uns das schon irgendwie kompensieren können. Dazu ist der Kader so gut aufgestellt, dass der Trainer das schon hinkriegen wird. In der Champions League führen die Bayern die Gruppe A mit 10 Punkten weiter an. Der Rekordmeister mit einem Bein im Achtelfinale. Für Ausruhen bleibt jedoch keine Zeit. Auslaufen und Beachvolleyball am Tag nach dem Triumph gegen die Italiener. Am Wochenende dann das nächste bayerische Derby. Nach Ingolstadt und Nürnberg will der FC Bayern in Augsburg die Siegesserie fortsetzen. Vielleicht ja dann mit einer erneuten Gala. Einer Gala ohne Schock.